Hallo und willkommen zu Let's Play Baldur's Gate The Enhanced Edition. Mein Name ist PandaPapst, falls ihr mich noch nicht kennt oder dieses Video über die YouTube-Suche oder auf einem anderen Weg gefunden habt. Und ich habe vor, mit euch zusammen Baldur's Gate The Enhanced Edition durchzuspielen. Ein Let's Play eben der klassischen Machart. Und bevor es zu Missverständnissen kommt, ich werde weder Hardcore-Roleplaying betreiben, aber auch nicht irgendwie Powergaming im klassischen Sinn, sondern werde versuchen, da einen Mittelweg zu finden. Genauso übrigens habe ich auch vor, sowohl für Neulinge zur Baldur's Gate-Serie einiges zu erklären, natürlich nicht zu viel, das würde sonst überhand nehmen, gleichzeitig aber auch ein paar Sachen zu zeigen, die wahrscheinlich die alten Baldur's Gate-Fans aus den 90ern toll finden werden, hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kennt ihr das alles schon, die geheimen Items, die ich euch zeigen möchte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Wir beginnen mit der Intro, die wie viele andere Videos neu gemacht wurde und auch ein bisschen abgekürzt. Ja, Sarawak, der Bösewicht, so viel darf ich, glaube ich, verraten. Ein paar Dinge werde ich wohl. Ha 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 ha. Ich will nicht zu viel spoilern, das wollte ich gerade sagen, aber ein paar Dinge kann ich ja sagen. Das ist der Bösewicht, man sieht es deutlich an seinen glühenden Augen und hier schmeißt er gerade jemanden von einem Turm runter, der offenbar innen vollständig mit Blut gefüllt ist, denn sonst könnte er kaum so viel bluten. Ja, und jetzt löst er sich auf. Warum, das werden wir im Laufe des Spiels noch sehen. Da hat nämlich eine ganz besondere Bewandtnis damit. Baldur's Gate Enhanced Edition. Und dann sind wir auch schon am Hauptbildschirm. Singleplayer, New Game. Ihr seht schon, ich spiele das auf Englisch. Eigentlich vorerst oder derzeit deswegen, weil in der deutschen Version, man kann hier die Sprache ja umstellen, die ganzen Voice-Overs noch fehlen, das heißt, das Spiel bleibt stumm und das ist dann doch ein bisschen irgendwie langweilig. Ich werde storytechnisch die ganzen Sachen immer kurz zusammenfassen, also wenn wir mit jemandem reden, werde ich kurz sagen, naja, okay, der hat uns jetzt das gesagt und wir machen jetzt deswegen das und wir haben diese neue Quest bekommen. Ich werde das nicht alles vorlesen, sonst sitzen wir hier noch in Folge 784 irgendwo mitten im Spiel fest. Wenn die deutsche Version mal dann wirklich vollständig spielbar ist, auch mit Voice-Overs, soll ja per Patch nachgereicht werden, dann würde ich durchaus auf Deutsch umschalten, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, ihr könnt hier entscheiden, auch was wir questmäßig machen. Also wenn ihr sagt, hey PandaPapst, geh doch mal zuerst zur Gnoll-Festung und kämpf dort gegen die Gnolls, oder ein anderer sagt, nee, PandaPapst, geh doch gleich in den Cloakwood Forest und schlachte dort die Lindwürmer ab. Dann werde ich das genauso tun. Und wir erstellen jetzt gleich mal einen Charakter. Ich nehme hier meinen Standardcharakter. Ich bin ein Langweiler. Ich spiele irgendwie immer den gleichen Charakter. Das ist ein, ja, einer, dessen Porträt relativ weit hinten ist. Der hier, ein Halbelf, so einer, der so nirgendwo so ganz dazugehört. Das gefällt mir ganz gut, kann ich mich recht gut auch damit identifizieren. Multiclass, ein Fighter-Thief, Kämpfer-Dieb auf Deutsch, oder heißen die Kämpfer? Ja, die heißen, glaube ich, Kämpfer auf Deutsch. Alignment, ein chaotischer Guter, ein guter Chaot, so wie Joschka Fischer, hihihihahu. Und jetzt geht's ans Rollen. Hier kann man nämlich, das wird jeder kennen, der Baldur's Gate schon mal gespielt hat. Also wir erstellen gerade unseren Charakter. Der hat 6 Eigenschaften. Für diejenigen, die das System nicht kennen, AD&D, das Rollenspielsystem hinter Baldur's Gate. Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, also sozusagen
körperliche Robustheit, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Die haben alle Auswirkungen auf den Spielverlauf. Wir sind ein Kämpferdieb, das heißt, wir werden auf Stärke setzen. Übermäßig viel brauchen wir allerdings nicht, da wir eher auf Fernkampfwaffen gehen. Wir werden auf Dexterity setzen, vor allem auf Geschicklichkeit. Das ist ganz wichtig für Fernkämpfer. Und wir werden auch ein bisschen auf Konstitution gehen, dass wir nicht gleich Hitpoint-mäßig da irgendwie abkratzen. Und Intelligenz, ja, wir werden das nicht zu niedrig setzen, denn sonst werden uns ein paar Dialogoptionen verwehrt im Spiel. Denn es gibt Optionen, die wir nur auswählen können, wenn wir eine gewisse Intelligenz haben. Genauso mit Wisdom und hat auch ein paar Einflüsse übrigens auf Resistenzen gegen bestimmte Zaubersprüche, vor allem Wisdom und Charisma. Das ist natürlich eine sehr wichtige Sache, denn es geht ja darum, dass wir, wenn wir mit Leuten reden, dass die dann auch für uns Dinge tun wollen oder dass Händler uns Sachen billiger verkaufen. Und je mehr Charisma, desto besser. Jetzt ist hier, das wird jeder Veteran der Baldur's Gate Serie kennen, normalerweise rollt man hier jetzt eine Weile, bis man eine relativ gute Sammlung hat, denn die Anzahl dieser Punkte ist nicht immer gleich. Das heißt, es kann sein, dass man sehr viel schlechte Werte hat oder jede Menge gute. Verteilen kann man das ja dann frei, wie man sieht. Ich werde jetzt hier ein bisschen rollen. Ich werde das dann im Zeitraffer abspielen. Ich mache jetzt also mal kurz einen Turbo rein. Für mich nicht, aber ihr werdet es dann so sehen im Video. Bis gleich. So, jetzt habe ich es geschafft. Es passt mir jetzt soweit. Und falls ihr euch fragt, ja, ist das denn nicht vielleicht irgendwie Cheaten oder so? Naja, einerseits gibt mir das Spiel die Möglichkeit dazu und es ist auch relativ wichtig. Der andere Punkt, warum ich das auch aus Rollenspielsicht für vertretbar halte, hier zu rerollen, bis alles soweit passt, ist, dass wir in diesem Spiel, und so viel darf ich vielleicht verraten, ein Halbgott sind oder zumindest einen Gott als Vater haben. Das erklärt auch diese ganzen Konflikte, in die wir dann reingezogen werden. Habe ich jetzt zu viel gespoilert? Ich weiß es nicht. Mir ist das ehrlich gesagt egal, denn zu viel kann man wohl wissen. Und als Halbgott haben wir ja wohl ein Recht darauf, so nicht zumindest total ein dummer, schwacher, ungeschickter, unweiser und uncharismatischer Dödel zu sein. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal so lange gerollt, bis es mir einigermaßen gepasst hat. Es gibt Leute, die rollen hier stundenlang und kriegen dann irgendwie 17, 18, 16, 18, 16, 15. Das finde ich dann schon ein bisschen übertrieben. Wir machen jetzt hier weiter bei der Charaktererstellung. Wir können 40 Punkte auf unsere Diebeskills verteilen. Da gibt es Pickpockets, das ist Taschendiebstahl. Das ist ganz nett, aber in den meisten Fällen nicht so der Bringer. Open Locks, das ist relativ wichtig. Das ist das Öffnen von Schlössern. Fallen finden, später vor allem in den Dungeons, enorm wichtig. Move silently, sich versteckt bewegen. Hide in Shadows, sich in den Schatten, also im Dunkeln zu verstecken. Also einfach so eben unsichtbar zu werden. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit für Diebe. Detect Illusion, das ist relativ, also das ist neu, das gab es im Baldur's Gate 1 so nicht. Illusionen, die von Zauberern verursacht oder gecastet werden, zu erkennen und Set Traps, da können wir selber Fallen stellen. Das lasse ich jetzt aber erstmal. Wir legen jetzt mal alles auf Open Locks aus einem ganz bestimmten Grunde. Einerseits gibt es einige nette Kisten mit tollen Dingen drin, die man nur öffnen kann, wenn man das Schloss knackt. Und andererseits, ja, macht es einfach Spaß, Schlösser zu knacken, finde ich jetzt mal so. So, die Skills bezüglich der Waffen, da haben wir auch 4 zu verteilen. Wir können, nachdem wir eine Multiclass sind, also 2 Klassen kombinieren, nämlich Dieb und Kämpfer, maximal 2 auf einen solchen Skill draufsetzen. Kämpfer, also reine Kämpfer, können hier mehr reintun in einen Slot. Und wir nehmen Longbows, das ist für einen Dieb eine ganz gute Waffe, also für den Kämpfer-Dieb. Und wir nehmen Short Sword aus einem ganz einfachen Grunde. Diebe können nämlich backstabben, also von hinten sich anschleichen an Gegner und die dann überraschend angreifen, was ziemlich viel Schaden verursacht. Und Short Swords, also Kurzschwerter, sind dafür eine ziemlich gut geeignete Waffe.
ja, Appearance, da können wir uns jetzt noch ein bisschen customizen. Ich mache mich einfach mal so ein bisschen braun, grau-braun, ganz langweilig. Und hier gibt es ein paar Voice-Sets auszuwählen. Haben wir schon im ersten Video zu Baldur's Gate Enhanced Edition gesehen, falls ihr das gesehen habt. Also mein erstes Video zu diesem Spiel. Es gibt hier drei neue Voice-Sets. Ich nehme trotzdem Male 3. Das ist das, was mir einfach am besten gefällt und irgendwie auch meinem Temperament am ehesten entspricht. Name, ja, da habe ich mir ein bisschen was überlegt, aber ich habe mir gedacht, ich nenne mich einfach Panda Papst. Ich könnte mir jetzt irgendeinen coolen Fantasy-Namen überlegen, so wie Stolak Ugla oder Bagnavar oder Gerugon, aber ich lasse das jetzt. Ich nenne mich einfach Panda Papst und sage auch schon Accept und es geht los. Ja, das ist so eine kurze, so ein Prolog. Wir wohnen in einer kleinen Festung namens Candlekeep, auf Deutsch Kerzenburg, die an der Schwertküste Sword Coast, wo die Handlung von Baldur's Gate eben spielt, gelegen ist. Wir sind ungefähr 20 Jahre alt, haben diese Festung fast nie verlassen, sind ein Waisenkind, viel mehr wissen wir nicht über unsere Herkunft und unser Ziehvater ist Gawain, ein Gelehrter, der hier arbeitet, denn Kerzenburg ist so ein bisschen so neutrales Territorium, so ein bisschen wie die Schweiz, wo man eben gelehrte Sachen, gelehrte Dinge macht, hat eine große Bibliothek, wo eben Gelehrte aus aller Herren Länder hinkommen, um sich weiterzubilden auf einem Wochenendkurs für 2000 Euro und dann eben mit ihrer neuen Weisheit hinausgehen und ihre eigene Bude aufmachen, wo sie dann auch Seminare machen. So irgendwie läuft das wahrscheinlich ab. Keine Ahnung. Und plötzlich jetzt, wir sind eben 20 Jahre alt ungefähr, unser Ziehvater Gawain sagt plötzlich, wir müssen weg aus Kerzenburg, es ist ganz dringend, aber er will uns nicht sagen, warum. Und mit diesem Szenario starten wir ins Spiel. Hier sind wir, das sind wir. Ja, man kann hier übrigens zoomen. Man sieht dann allerdings auch natürlich, dass die Auflösung nicht die beste ist, weil hier ein Spiel aus den späten 90er Jahren noch mit Super VGA-Grafik mit 640x480 Auflösung mehr oder weniger hochgerendert wurde, aber wenn man ein bisschen rauszoomt, sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir gehen jetzt mal, also das hier ist Kerzenburg, sehen wir es uns mal kurz auf der Karte an, sieht man schon hier eine Mauer rundherum, hier gibt es ein paar Hotspots, das ist die große Bibliothek, die Candlekeep-Bibliothek, da gibt es eine kleine Kaserne. Also es gibt auch hier so eine kleine Militäreinrichtung, ein Bankhaus, da ist so ein Lagerhaus, eine Klinik, einen Tempel von Ogmar, dem Gott der Weisheit und des Gelehrtentums, passend für Candlekeep. Und hier oben ist der Candlekeep Inn, eine kleine Taverne, wo wir uns jetzt ausrüsten werden. Wir haben ein bisschen Gold bekommen von unserem Ziehvater Gerugon, hätte ich fast gesagt, Gawain natürlich. Und hier ist schon Winthrop, der sagt immer, ja, sein Hotel ist so sauber wie ein Elfen-Hinterteil. Ja, er sagt das wirklich. Wir können uns hier bei ihm jetzt ausrüsten, wir könnten auch schlafen hier, das brauchen wir natürlich nicht. Ich kaufe mir jetzt einfach mal einen Composite Longbow, kann ich leider nicht nehmen, denn der erfordert eine Stärke von 18. Das haben wir nicht. Das können wir später dann mit einem Item bekommen. Wir kaufen uns also einen ganz normalen Longbow, einen Langbogen. Und das ist übrigens auch eine Neuerung. Im ersten Teil Baldur's Gate war das egal. Da gab es noch keine Stärken-Requirements für Items. Ich kaufe mir jetzt einen Studded Leather Armor. Ich habe hier jetzt, glaube ich, immer noch den anderen Dings selektiert. Ach du meine Güte, ich habe kein Geld mehr. Alles klar, macht nichts. Der Bogen hat so viel gekostet. Macht deswegen nichts, weil wir jetzt einfach mal diesen Candlekeep Inn hier ein bisschen ausrauben werden. Dazu werden wir einfach mal hier das Schloss knacken. Mit Thieving hier. Da können wir zwei Schriftrollen rausholen. Die können wir später noch verscherbeln. Hier können wir ein bisschen Lockpicking und so. Da steht unser Kollege, also Kollege ist ein Blödsinn, ein Magier namens Firebeat Elvenhair, den wir später nochmal kennenlernen werden oder sehen werden. Der sagt, wir sollen mal zu dem Death Toril gehen.
im inneren Bereich von Candlekeep. Der hat hier eine Schriftrolle, die eigentlich ihm gehört, und wir sollen die mal holen gehen. Hier oben, da werden wir jetzt ein bisschen auf Diebestour gehen, denn wir sind ja schließlich in eine Dieb meine ich natürlich, und wir sind ja auch chaotic gut, das heißt ein bisschen Chaos, das heißt wir dürfen das, sage ich jetzt mal, ja, das steht so drin, es steht, wir haben unseren eigenen moralischen Kompass als chaotisch guter Charakter, und mein eigener moralischer Kompass besagt eben, dass ich hier schon mal ein paar Kisten aufbrechen darf. Lockpick failed, jetzt hat's geklappt. Manchmal braucht es mehrere Versuche. Da ist nämlich ein Star Sapphire drin, ein Saphir, und den können wir für einiges Gold verscherbeln. Früher war es übrigens nur ein Diamant, glaube ich, in einem alten, im alten Baldur's Gate. Hier ist ein Nobleman, mit dem können wir mal reden. Ja, sagen wir mal, wir haben den ganzen Tag irgendwelche Lehrbücher studiert und sind ziemlich benebelt jetzt, und er sagt, ah ja, super, er ist auch hier wegen dieser ganzen Lehrbücher, er findet das echt toll und bildet sich hier immer weiter. Wenn wir jetzt übrigens hier aus dem Ding was klauen würden, dann würde er es natürlich sehen, und dann würden die Watchers kommen, die ja, die Gesetzeshüter von Candlekeep. Deswegen lassen wir das. Jetzt gehen wir aber runter und verkaufen diesen Saphir an Winthrop, der uns vielleicht später mal böse sein wird, deswegen, oder würde. Aber ich glaube, das ist ihm egal, oder er spricht uns später nicht mehr drauf an. Die Kette hier können wir auch verkaufen. Jetzt haben wir genug Gold und jetzt rüsten wir uns gleich mal schön aus. Ich kaufe mir also noch einen Helm und eine zweite, also eigentlich zwei Lederrüstungen. Warum zwei? Weil später immerhin dazukommen wird unser erstes Partymitglied dann. Ich weiß schon, Roleplaying-mäßig wüsste ich das jetzt ja nicht, weil mein Charakter ja das nicht wissen kann. Aber ich habe ja gesagt, ich werde da so ein bisschen in den Mittelweg gehen. Zwischen klassischem Roleplaying, wo man eben nur das macht, was der eigene Charakter wissen kann, und eben meinen Vorkenntnissen, die ich nun mal habe, denn ich habe dieses Spiel, ja, ich weiß nicht wie oft durchgespielt. Und übrigens, später werden wir dann auch noch ein paar Bolzen brauchen. Hier in Candlekeep noch, das ist so eine Quest, so eine FedEx-Quest. Da sagt uns dann einer der Watchers, ja, hol doch mal so ein paar Bolzen für mich. Und ja, wir haben die dann praktischerweise zufällig schon dabei. So, wir sind ausgerüstet mit Pfeilen. Unser Inventar ist annähernd voll. Das macht jetzt aber nichts. Die Immoin wird uns dann helfen beim Tragen, wenn sie dann unserer Party beitritt. Wir können uns jetzt, wir könnten jetzt gleich vorne hinlaufen zu dem Gorion, aber, und gleich uns auf den Weg machen, aber zuerst möchte ich mal die paar Quests, die hier noch zu erledigen sind, auch machen. Gibt ein bisschen Experience. Wir, also das Ganze funktioniert klassisch mit Upleveling. Wir sehen hier, wir sind Fighter Level 1, Thief Level 1, und das funktioniert also nicht immer gleichzeitig. Es kann sein, dass wir Level abkriegen für einen Fighter und auf Thief noch auf einem niedrigeren Level sind. Ihr seht schon, Experience, hier brauchen wir 2000, hier 1250. Das dauert also noch ein bisschen. Die 20 Experience haben wir übrigens fürs Knacken des Schlosses bekommen. So, hier müsste irgendwo dieser Testeril sein. Der, oder? Wo ist er denn? Der Rotgewandete, bin ich jetzt an ihm vorbeigelaufen? Der läuft hier irgendwo rum normalerweise, und der hat die Schriftrolle für den Firebeat Elvenherr in der Taverne, der uns ja danach gefragt hat. Laufen wir mal hier ein bisschen durch die Gegend, vielleicht ist ja irgendwo der Herr Testeril zu sehen. Hier sind übrigens so ein paar Chanter, die erzählen was von einer Legende, dass vor langer Zeit oder vor ungefähr 20 Jahren zufällig, ach, da ist er, ja, bringen diese Schriftrolle zurück zu ihm, dass vor ungefähr 20 Jahren oder 30 Jahren, so 25 Jahren, die Götter oder einige Götter gezwungen wurden, als Sterbliche unerkannt auf dem Erdboden, unter anderem auch hier an der Schwertküste, zu wandeln, und dass einige davon eben sterbliche Nachkommen gezeugt haben in dieser Zeit. Ja, das
habe ich ja eh schon gesagt, gespoilert, dass wir eben auch einer dieser Nachkommen sind. Das Ganze ist natürlich relativ offensichtlich hier schon. Das Spiel setzt dieses ganze Setting relativ früh in Szene. Jetzt, hier gibt es übrigens so Mönche, das sind Tutorialmönche, die sagen uns Dinge wie, ja, du kannst irgendwie klicken und dann wohin gehen und so. Hier ist, hoppla, hier ist Follower. Der wird uns gleich sagen, wir sollten ihm vielleicht mal so ein paar Bolzen holen für seine Armbrust. Das machen wir natürlich gleich, die haben wir eh schon dabei. Kriegen ein bisschen Gold dafür, ein bisschen Experience, haben unsere erste Quest erfüllt. Hier ist eine Kiste, da können wir zwei Dinge nehmen. Also leider nur eins, aber wir haben ja den Helm noch nicht aufgesetzt. Schon haben wir wieder einen Inventarslot frei. Und die brauchen wir nämlich auch gleich. Ich weiß das alles schon. Ich möchte das jetzt nicht so Roleplaying-mäßig machen, dass ich da jetzt zu dem hinlaufe, den frag, ja, du brauchst das und dann wieder zurücklaufe. Ich mache das jetzt zumindest hier am Anfang schon mal so, dass ich es eben schon weiß. Und hier sind wir jetzt mal reingelaufen in dieses Bankhaus hier und also so ein Schlafhaus eher. Und der sagt hier, du bist doch dieser Sohn vom Goreion, dieser, ja, ich sage jetzt, ja, ich bin sein Kind, also sein Sohn. Und er sagt, nein, nicht der Sohn von Goreion, du bist nur sein Ziehsohn. Denn das wäre, wenn du sein Sohn wärst, dann wäre das alles nicht so wichtig. Aber du bist sein Ziehsohn und deswegen werde ich dich jetzt umbringen. Also ein Auftragsmörder, der uns umbringen möchte. Man sieht es gerade, er sticht mit einem Dolch auf uns ein. Natürlich ist das nur ein bisschen zur Übung. Hier unten sehen wir gerade einen Journaleintrag. Der ist jetzt nicht wirklich gefährlich gewesen. Wenn wir jetzt hier rüberlaufen, müsste uns so ein Mönch entgegenkommen, der uns sagen wird, oh, ja genau, der hier hat dich jemand versucht umzubringen. Und wir sagen dann, frag nicht so viel. Geht dich gar nichts an, wer mich umbringen wollte, das ist meine eigene Sache. Das ist ein Teil meiner Privatsphäre. Da ist jetzt noch der Gate Warden. Da können wir jetzt, das ist auch eine ganz lustige Sache, hier reingehen mit ihm in dieses Häuschen hier und so eine Art Trainingskampf kämpfen. Das werden wir uns aber kurz ansehen, aber in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss. Ach, was ich noch sagen wollte, die Folgen kommen voraussichtlich immer montags, mittwochs und freitags. Tschüss.